baue meiner Schwester ihr Traum-Gaming-Setup. Dafür bin ich natürlich mal wieder auf Amazon gegangen und habe ihr Gaming-Produkte im Wert von mehreren tausend Euro gekauft. Es fing zuerst an mit LEDs, dann noch mehr LEDs, dann ganz, ganz viele LEDs, eine komplett neue Tastatur sowie eine Maus, ein Headset-Halter, eine Monitor-Halterung, eine neue Webcam, eine Handy-Ladestation, eine Kabelbox, noch viel, viel mehr LEDs und zum Ende nochmal einen komplett neuen Gaming-PC. Bevor es aber mit dem Video weitergeht, vergesst natürlich nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren, das Video zu liken und die Glocke zu aktivieren, um wirklich kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und zudem findet ihr in diesem Video einen 1000 V-Bucks-Code versteckt hier eingeblendet. Also versucht den zu finden, löst den ein und viel Spaß damit. Wir waren jetzt schon bei über 1700 Euro. Und damit das Setup natürlich auch komplett perfekt ist, brauchen wir auch einen komplett neuen Schreibtisch. Dafür bin ich dann auf die Flexisport-Seite gegangen, da ich selber mit meinem Schreibtisch extrem zufrieden bin und habe hier dann auch einen Schreibtisch rausgesucht. Ganze 680 Euro hat dieser Schreibtisch gekostet, aber was soll's sein, wir kaufen ihn. Und nachdem ich jetzt alle wichtigen Sachen gekauft habe, heißt es für mich nur noch warten, bis alles ankommt und dann aufbauen. Passend dazu ist meine Schwester nächste Woche eine Woche lang in Prag auf Klassenfahrt. Heißt, wir können wirklich die perfekte Überraschung daraus machen. Eine Ewigkeit später. Ein paar Tage später kam natürlich dann auch schon direkt der Schreibtisch an. Ich habe dann direkt am nächsten Tag den Schreibtisch komplett selber aufgebaut und passend dazu kamen dann auch alle anderen Produkte an, die wir bestellt hatten. Und jetzt wurde mir nochmal klar, wie viel ich eigentlich dafür bestellt hatte. Bevor wir aber direkt das Setup umbauen, wollte ich euch nochmal zeigen, wie das Setup aktuell aussieht. Und dann habe ich mich direkt an die Arbeit gemacht, erstmal das alte Setup komplett abzubauen, sodass wir genug Platz hier haben, das neue Setup aufzubauen. Dann habe ich sogar noch das Zimmer von meiner Schwester gestaubsaugt. Also, dass es wirklich dazu gekommen ist, dass ich das Zimmer meiner Schwester staubsauge, hätte ich wirklich niemals gedacht. So, Freunde, es war wirklich eine Mission. Ich habe es aber tatsächlich geschafft, diesen Schreibtisch durch die ganzen Gänge hier zu bekommen, in das Zimmer rein. Der Schreibtisch steht, der Schreibtisch ist aufgebaut, hatte ich ja vorher schon aufgebaut. Und jetzt ist die nächste Mission, erstmal die LED-Strips hinten an dem Schreibtisch ranzumachen, damit der Schreibtisch natürlich auch LEDs hat. Ihr wisst es, RGB-LEDs sind extrem, extrem wichtig, immer in einem Gaming-Zimmer. So, Freunde, einfacher Schritt. Wir haben es geschafft, LEDs um den Schreibtisch reingemacht, damit der Schreibtisch natürlich auch sehr, sehr clean aussieht am Ende. Ich habe mich leider ein bisschen verschätzt. Hier ist ein bisschen weniger, hier ein bisschen mehr. Sollte aber trotzdem extrem geil aussehen. Und jetzt kommen wir wirklich zu einer Mission. Und zwar, ihr wisst es, eine Monitorhalterung gehört zu jedem heftigen Setup, damit es einfach clean aussieht. Und das wird jetzt die Mission dieses Videos eigentlich alleine, diese Monitorhalterung hier zusammenzubauen. Ich glaube, das wird das Komplizierteste von allem tatsächlich in diesem Video. So, Freunde, wir sind soweit. Ich habe wirklich gerade eine Stunde dafür gebraucht, um diese Monitorhalterung hier hinzubekommen, weil ich musste aus der einen Monitorhalterung und der neuen eine gemeinsame machen, weil das eine System hier nicht funktioniert hat, weil hier Schrauben gefehlt haben. Es war einfach kompliziert. Es war wirklich komplett, komplett kompliziert. Aber jetzt ist wirklich der große Moment, den wir testen müssen, ob wirklich die Monitore tatsächlich auch an der neuen Monitorhalterung funktionieren, an der kombinierten Monitorhalterung von mir. Und ich versuche das gerade hier einfach anzuschließen, obwohl ich tatsächlich hier die Schraube noch nicht rausgedreht habe. Das ist natürlich wieder ein sehr, sehr schlauer Move. So, Freunde, ihr werdet es nicht glauben. Es ging tatsächlich sehr, sehr schnell diesmal. Und zwar, beide Monitore hängen ran. Die Monitorhalterung absolut nicht zu empfehlen. Ich glaube, die mit schlimmste Monitorhalterung, die ich jemals gekauft habe, aber die Monitore hängen ran und ich würde sagen, der nervigste Teil ist weg, jetzt kommt wirklich der extrem spaßige Teil, Maus, Tastatur, Headset etc. So, Freunde, ich habe gesagt, spaßiger Teil, jetzt wirklich mal das komplette Setup zusammenbauen. Ich werde euch jetzt nacheinander vorstellen, was ich hier genau gekauft habe und zwar als erstes, Jungs, wichtig und richtig, für den Online-Unterricht natürlich, an der Stelle, meine Schwester hatte vorher so eine ganz, 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 ganz alte Cam, die ich ihr damals geschenkt habe, die ich durch eine Kooperation mal bekommen hatte, da musste man natürlich ein Upgrade her und deswegen habe ich hier so eine Logitech 10920 gekauft, benutzen fast alle Streamer so, die mit dem Stream tatsächlich auch anfangen. Habe ich tatsächlich auch als Handcam benutzt, eine sehr, sehr lange Zeit. Und dann dachte ich mir, ist ein gutes Angebot, war tatsächlich reduziert. Und dann haben wir uns die tatsächlich geholt. Sieht auch clean aus, halt einfach so eine Standardcam. Wird jetzt als erstes einmal eingebaut. So, Freunde, Teil Nummer 1 steht, Webcam ist angeschlossen. Und jetzt kommen wirklich so die eher interessanten Sachen. Einmal Go, wie letztes gesagt, habe ich auch noch bestellt. Ist aber fürs Bett gedacht, werden wir später drauf eingehen. Dann einmal das Headset habe ich schon aufgemacht, um ein bisschen darum zu testen. Ich habe überlegt, ob ich mir das selber für meinen Gebrauch dann ziehe und ich ihr meins schenke. Ich werde ihr aber tatsächlich das neue Headset geben, was ich selber eigentlich sehr, sehr gerne hätte, und zwar die Logitech G Pro in White. Ich habe tatsächlich eine in Schwarz und die sieht in Weiß einfach verdammt, 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 verdammt heftig aus. Ihr wisst es, Jungs, ich habe viele Mäuse getestet und dies ist wirklich mit Abstand so die beste Maus, die man aktuell sich so kaufen kann. So, Freunde, Maus sieht wirklich verdammt, verdammt geil aus. Ihr seht es hier, in Weiß sieht diese Maus einfach wirklich crazy, crazy, crazy aus. Und natürlich passend dazu, es darf nicht fehlen, ein Keyboard. Habe ich auch in meinem Tastaturvideo getestet. Razer Hands von Indie hat mich sehr überzeugt und passend natürlich auch in Weiß, damit das Setup wirklich sehr, sehr, sehr clean auch aussieht. Razer Hands mit Mini in Weiß sieht verdammt, 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 verdammt cool aus. Ich kann euch die mal zeigen, ich packe die hier mal aus. Ich habe die wirklich in meinem Video getestet, mir haben die Switches gefallen, die ist relativ leise und sieht auch zudem nochmal sehr, sehr crazy aus. Und ich glaube, diese Kombination von einer weißen Maus und einer weißen Tastatur sieht wirklich sehr, sehr, sehr krass aus. Dann als nächstes, Freunde, habe ich hier so eine kleine Ladestation, wenn ich die hier mal auch aufbekomme. Das ist eine Ladestation für Apple-Geräte. Man kann tatsächlich hier gleichzeitig sein Handy einmal laden und
gleichzeitig auch seine AirPods an, seine Apple Watch, alles mögliche. Meine Schwester hat halt AirPods und iPhone, deswegen habe ich mir gedacht, passt das eigentlich relativ gut zusammen und ist ein kleines Gadget so. Kann man immer gebrauchen tatsächlich an seinem Schreibtisch, deswegen habe ich mir das auch nochmal dazu geholt. So Freunde, nächste Sache, abgeklebt, damit ihr schön die Adresse nicht seht, an alle kleinen Schlinge da draußen. Nächste Sache, der sehr auch nice, habe ich tatsächlich bei meinem Setup auch nicht. Ich wollte aber einfach mal bei dem Setup hier ein paar neue Sachen ausprobieren und zwar eine Halterung für das Headset tatsächlich mit LED. Ihr werdet das später alles angeschlossen sehen, soll sehr cool sein. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze am Ende ausschauen wird. Aber wie gesagt, eine Sache, die ich selber nicht habe und ich dachte mir, man muss wirklich in diesem Video, wenn ich sowas mal baue, Sachen ausprobieren, die ich tatsächlich selber nicht habe. Und nachdem wir wirklich jetzt mittlerweile fast alles durch haben, bleibt eine unwichtige Sache tatsächlich noch übrig. Okay, eine wichtige Sache haben wir hier auch nochmal. Ich kann es euch nochmal zeigen. Sehr nice. Und zwar ist es hier einmal das Headset. Das ist das Lulte G Pro Wireless. Ich habe es tatsächlich selber einmal vorher ausprobiert. Hat mir aber selber nicht so gefallen, weil Wireless-Variante ist für vorne nicht besonders gut. Ist aber wirklich ein sehr heftiges Headset für alles andere im Gebrauch. Wird natürlich hier auch genutzt. Sieht sehr clean aus. Vor allem Wireless-Set. Umso weniger Kabel man hat, umso besser ist es, Freunde. Und ich würde sagen, es ist soweit. Ich muss jetzt nur noch den PC holen. Dann schließen wir alles an. Ab in die Kabelbox und das Setup steht dann. So, Freunde. Es ist 4 Uhr morgens. Ich saß gerade 3 Stunden dran. Ich habe den PC synchronisiert mit dem einen PC, ist alles drauf und das Setup steht komplett, wie es stehen muss. Logitech Cam ist da, die Razer Hands mit Mini steht, die Logitech G Pro Maus steht. Es steht wirklich alles, man kann hier hinten nochmal die Ausfahrt. Das Einzige, was wirklich noch nicht angeschlossen ist, sind einmal hier diese Lichter. Die werde ich aber auch noch anschließen, werde ich aber tatsächlich morgen machen. Beim Bett werde ich das Ganze anschließen. Ansonsten steht das Setup wirklich, beide Monitore stehen, Monitorhalterung steht, Headset-Halter seht ihr hier mit dem Headset, was ich geschenkt habe. Das Setup ist wirklich sehr crazy. Es ist ein deutlich besseres Setup, als ich es teilweise zum Anfang hatte. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie morgen reagieren wird, wenn sie es sieht. Passend dazu, wie gesagt, kommt sie aus der Klassenfahrt, dann habe ich hier hinten nochmal, könnt ihr ein bisschen versteckt sehen, sieht man glaube ich nicht so ganz krass. Einmal hier nochmal den AirPods-Halter und iPhone, also dieses ganze Ladegedönse da, wenn man seine ganzen iPhone-Sachen aufladen kann. Ansonsten habe ich hier nochmal das Google Home-System, habe ich hier extra nochmal eingerichtet. Wirklich, es sieht sehr clean aus. Das Einzige, worauf man natürlich nicht achten sollte, ist das Kabelmanagement. Ansonsten ist es wirklich eine 10 von 10. Dieses Setup sehr clean, auch diese weiß-schwarze Kombination fühle ich selber. Ihr wisst ja selber, ich habe auch eine weiße Tastatur. Ich glaube, eine weiße Maus muss ich mir jetzt auch anschaffen. Ansonsten, das Setup sieht wirklich geisteskrank aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen dann zur Reaktion. So, Freunde, wir haben den nächsten Tag. Ich habe das Setup fertig aufgebaut. Ihr seht es, gestern haben wir das, ehrlich gesagt, schon fertig aufgebaut. Sehr clean geworden. Das Setup ist wirklich eine 10 von 10. Ich glaube, man wird da ein riesiges Upgrade sehen. Ihr seht jetzt hier einmal ein Vorher- und Nachher-Bild eingeblendet, wie das Setup vorher aussah, wie das jetzt aussieht. Das Setup ist wirklich schon mal eine 10 von 10 geworden. Jetzt ist es das Letzte, aber was wir noch ändern müssen. Und zwar die Go-V-Lights habe ich mir auch noch gekauft. Ich habe gesagt, RGB muss in ein Zimmer unendlich fach rein. Und jetzt ist die Mission, dieses RGB-Licht 5 Meter insgesamt an dieses Bett hier anzubringen. Ich würde sagen, ich mache das einmal und zeige euch dann gleich einmal, wie das fertig aussieht. So, Freunde, ich habe es geschafft. Eine Stunde habe ich tatsächlich dafür gebraucht. Ich muss das Bett hier komplett umstellen. Ich muss das wegziehen. Aber die LEDs sind dran. Ein kleiner Fail. Ich dachte, 5 Meter LEDs reichen tatsächlich aus. 5 Meter hat dann nicht ausgereicht. Ich dachte, 1,40 mal 1 Meter ist das Bett groß. Ist tatsächlich 1,80 mal 1,40. Aber es hat halbwegs gereicht. Ich habe leider nur hier vorne jetzt keine LEDs. Ansonsten sind hier wirklich überall LEDs dran. Und ich würde sagen, das Bett sieht wirklich auch sehr nice aus. Ich habe alles jetzt in Lila gemacht. Und ich bin gespannt, Freunde. Meine Schwester kommt so in 2-3 Stunden zurück. Und ihr werdet gleich einfach die Reaktion sehen, wie sie auf das neue Setup reagiert und wie überrascht sie hoffentlich dann sein wird. Hassan, wo hast du meine Sachen dann gepackt? Ich dachte, ich baue mal ein Zimmer auf. Ja, und wo ist meins alles, mein Setup? Das ist alles für dich. Hassan, willst du mich verarschen? Es ist alles für dich gedacht. Alles? Ich habe ein kleines Video gemacht. Nimmst du auf? Ich habe ein kleines Video gemacht, wie ich dein Zimmer umgestaltet habe, während du in Prag warst. Ich habe ein bisschen hier alles umgebaut. Du hast einen neuen Schreibtisch. Das hast du alles in 4 Tagen gemacht. Das habe ich alles in der Zeit. Ich bin sicher, dass das alles für mich ist. Das ist für dich, ja. Alles. Das ist alles für dich. Du hast eine neue Tastatur, die alte hat ja nicht mehr richtig funktioniert. Neue Maus. Hab hier, du kannst jetzt auch dein Handy da hinten laden. Ich habe alles eingestellt. Es funktioniert auch alles. Hast auch noch LEDs hier unter deinem Bett, falls du es nicht gesehen hast. Hassan, warum? Das ist viel zu viel. Ich hatte doch vorher schon ein gutes Setup. Ja, ich dachte, ich grade das ein bisschen mal ab hier. So, Freunde, und das war schon mit der Reaktion, die ihr jetzt gesehen habt. Ich habe ein bisschen von der Reaktion weggeschnitten, weil es soll natürlich auch ein bisschen privat bleiben. Freunde, meine Schwester feiert nicht so dieses ganze YouTube-Ding etc. Unterstützt mich trotzdem, aber bei allen möglichen extrem doll. Ich bin sehr dankbar, dank euch überhaupt so ein Video hier machen zu können. Kurz raus für den Support in den letzten Tagen, Monaten, Wochen hier auf dem YouTube-Channel, auf generell auf Social Media. Kurz raus, dass ich so ein Video machen konnte und ihr damit eine Freude bereit habe. Ich hoffe, das Video hat euch natürlich auch unterhalten. Wenn dies der Fall war, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt den Kanal nicht abonniert, das Video liked und die Glocke aktiviert.
um wirklich kein weiteres Video mehr zu verpassen. Schreibt mir gerne auch jetzt in die Kommentare unten rein, was mein nächstes Video sein soll, was ich als nächstes als Experiment starten soll. Und ich würde sagen, an der Stelle war es schon mit dem Video. Links und rechts findet ihr zwei weitere Videos von mir eingeblendet. Haut damit rein und ciao.